Willkommen, Freunde von geschichtlich herausfordernden Schlachten. Und wir befinden uns wieder in einer ganz besonderen Schlacht zwischen mir und Steven. Und diesmal haben wir hier wieder einmal zwei historische Persönlichkeiten, die gegeneinander antreten. Ich werde sie auch über die Schlacht hinweg wieder so nennen. Und zum einen haben wir hier auf der Seite von Steven, der hier mit Norska anrückt, den guten Hannibal Balka, der mit seinen Elefanten über die Alpen gekommen ist. Und er hat hier auch zwei wunderschöne Elefanteneinheiten, beziehungsweise wilde Mammuteinheiten. Da wir mit meinen Mod-Einheiten spielen, gibt es hier auch die wilde Schlundherde. Und hat also insgesamt fünf Stück. Ich weiß gerade nicht, wie viele es wirklich über die Alpen geschafft haben. Ich weiß zumindest nicht auswendig, aber es waren nicht gerade viele. Er ist mit recht vielen aufgebrochen. 213 oder so vor Christus war das, glaube ich. Kann mich aber auch irren. Hat der gute Hannibal Balka aus Karthago versucht, das Römische Reich anzugreifen und hat sich darüber den Weg über Spanien und letztendlich über die Alpen entschieden, um dann quasi aus dem Rücken heraus Rom anzugreifen. Leider ist er dabei gescheitert, aber er hat erstaunlich großen Erfolg gehabt bei der Sache, wie er es versucht hat. Er hat einige sehr, sehr starke Feldschlachten gehabt und hat vor allen Dingen auch aufgrund seiner Kavallerie und seiner leichten Infanterie dort einiges getan. Dass die Elefanten am Ende mitgekommen sind, das war eher so eine Moralgeschichte. Ja, auf der anderen Seite haben wir hier Bordelot, was hier stellvertretend für Jeanne d'Arc steht, von mir gespielt. Und Jeanne d'Arc ist eine Persönlichkeit, die im Hundertjährigen Krieg auf Seiten der Franzosen gekämpft hat gegen die Engländer. Ich hoffe, es war so rum. Es könnte mich auch irren, aber ich glaube, es war so rum. Und hat natürlich hier den Adel und auch die generellen Stände unterstützt. War eine Kommandantin, eine Generälin. Und dementsprechend sind hier auch ganz viele Sergeant-Speerträger oder Adelsschwertkämpfer. Und auch natürlich für das 15. Jahrhundert gemäß schwere Armbrustschützen unterwegs. Auch die Armbrust war damals eine, oder war damals die Waffe, die Frankreich von England unterschieden hat im Hundertjährigen Krieg, deswegen hier auch stark vertreten. Außerdem ganz viele Bliden bzw. Trebuchets in einer gewaltigen Masse, drei Stück. Ob das die Armee jetzt zu stark macht, sei mal dahingestellt. Aber wir werden auf jeden Fall sehen, was das Ganze hier für uns bereithält. Auf der Seite hier hinten haben wir noch eine Eiskanone, die quasi für das Eis steht, was sie aus den Alpen mitgebracht haben. Nicht unbedingt perfekt treffend, aber ich habe die Armee nicht beide gebaut, sondern ich habe nur hier die Jeanne d'Arc Armee gebaut und wir haben uns hier überlegt, wer was mitnehmen könnte. Also keine Prädestinierung darauf, dass diese Armee besonders gut funktioniert, sie sollte natürlich trotzdem funktionieren als solches, sondern wirklich den Zeitgeist der historischen Persönlichkeiten einzufangen. Ja, als General haben wir hier einen Häuptling der Chaosbarbaren, ansonsten ganz viele Chaosbarbaren auf Seiten der Karthager. Wie schon gesagt, die wilden Elefanten hinter die eisige Legion, die recht oft schießen kann. Die hat 38 Munition jetzt immer noch, hat sogar schon einige Schüsse abgegeben, einen Schamanenzauberer mit Tod und auch hier einige Speerträger und Speerwerfer und auch da hinten noch einmal Chaosbarbarenreiter. Auf Seiten von Frankreich, von Jeanne d'Arc, haben wir hier, wie gesagt, einige Adelsschwertkämpfer in der Frontlinie. Dahinter viermal Armbrustschützen und dreimal Bliden in unterschiedlichen Ausführungen. Kadaver, Normal und Feuer. Ein paar Speerknechte auf der einen Seite, Sergeant-Speerträger auf der rechten und noch einmal die normalen fahrenden Ritter. Und hier auch einmal die Fleur-de-Lis. Und Jeanne d'Arc wird hier verkörpert vom guten Alberic. Man hätte sich hier eventuell entscheiden können, die Feenmagierin zu nehmen, aber ich fand, sie war eher eine Kriegerin, sie ist in den Kampf gestürmt und nicht zurückgeblieben. Sie war quasi eher so eine Art Bannerträgerin, könnte man sagen, stand für die Moral ein. Und in gewisser Weise tut das Alberic sehr gut, denn die Einheiten um ihn herum kämpfen definitiv besser, wenn er in der Nähe ist. Kriegen sogar Bonus gegen Groß. Und ich denke, Alberic repräsentiert Jeanne d'Arc hier sehr gut.
Gut, lasst uns in die Schlacht beginnen. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Und ich habe mir die Schlacht natürlich selbst noch nicht einmal angeschaut. Deswegen bin ich auch gespannt, auf was wir hier stoßen können. Den Ausgang kenne ich natürlich. So, die Chaosbarbaren Reiter hier wurden stehen gelassen. Man hat sich erstmal wieder zurückgezogen. Das ganze Trebuchetfeuer hier zieht einiges an Lebenspunkte herunter, vor allen Dingen über die Dauer. Ihr seht hier diese wunderschönen Wolken, die aufziehen. Das heißt, dass die Einheiten Lebenspunkte verlieren. Armbrustschützen schießen hier bereits auf die Barbaren, die jetzt ihre Schilde nicht zugerichtet haben. Das Besondere an diesen Armbrustschützen ist, dass sie in gewisser Weise die fast schon Hybrideinheit aus normalen Armbrustschützen sind, die quasi ballistisch oben drüber schießen können, und auch Einheiten wie die Musketenschützen, die besonders effektiv sind, wenn sie gerade ausschießen. Also ihre Geschossgeschwindigkeit ist sehr hoch, wenn sie gerade ausschießen, treffen demnach auch besser und durchschlagen auch mehrere Regimenter. Und wenn sie oben drüber schießen, sind sie einfach schlechter und damit würde sich ihr Preis quasi nicht ganz lohnen. Hier wird jetzt versucht, einen Konter zu machen, um diese Elefanten hier abzublocken. Aber sie haben es in die Linie geschafft. Aber ein Regen der Armbrustbolzen hier geht auch schon da nieder. Und nimmt hier die große Schlundherde ganz schön stark mit. So, dass sie jetzt letzten Endes auch schon fliehen. Auf der rechten Seite rückt das wilde Mammut weiter nach vorne. Ungeachtet können die Armbrustschützen bisher noch schießen. Wilde Schlundherde ist mehr oder weniger ausgeschaltet. Man gibt ihr jetzt noch den Rest. Hier ploppen sich die Heere der Karthager gegen einige Adelsschwertkämpfer, die definitiv gut genug sind, hier den Barbaren lange Zeit entgegenzuhalten. Kommen sogar relativ gut mit den Chaosverbanden zurecht, wobei ich glaube, dass die eher mit den... Oh! Jetzt wird auch schon der... Das wilde Mammut hier hinten beschossen. Aber ich glaube, die wilden... die Chaos-Champions hier... Die Barbaren-Champions wurden eher unter dem Feuer von den Triböcken stark beschädigt. So, Jeanne d'Arc stürmt hervor, mutig dem Elefanten entgegen, hackt auf ihm herum. Währenddessen die Kavallerie zur Hilfe kommt, die jetzt auch alle Bonus gegen Groß bekommen. Der Angriff in den Rücken schädigt auf jeden Fall der Moral. Es dreht durch, Armbrustschützenbeschuss kommt hinzu und schon flieht es. Die Elefanten wurden hier nicht effektiv eingesetzt, was allerdings ein Problem ist. Dadurch, dass sich die Kavallerie die ganze Zeit um die Elefanten kümmern musste, konnten jetzt hier die Infanteristen bereits durchbrechen. Auch in weiten, weiten Strecken konnten hier die Barbaren bereits durchdringen. Die Eiselegion da hinten schießt weiter und hat jetzt schon 65 Kills. Wenn sie über so einen langen Zeitraum schießen kann, ist sie tatsächlich ziemlich, ziemlich stark. Hier wird das Mammut von der Karte begleitet. Wenn das weg ist, dann sollte sich das definitiv ein wenig auf dem Balken oben auszahlen. Aber es ist immer noch sehr, sehr ausgeglichen. Hier auch wieder die Armbrustschützen kriegen Bonus gegen Groß. Wir sehen es jetzt hier. Na, Moment. Zack. Wir kriegen sie kurz hier rein. Armbrustschützen bekommen Bonus gegen Groß und zwar 8. Das heißt, sie treffen tatsächlich auch diese Reiter hier hin und wieder mal. Und das darf man nicht unterschätzen. Armbrustschützen werden Stück für Stück immer weiter zurückgezogen. Während sich die Kampflinie hier vorne noch weiter wacker hält. Hier unten ist jetzt der Schaman-Magier mit Tod auseinandergezogen worden. Jeanne d'Arc hat hier übrigens keinen Magier dabei. Hier wäre allerdings ein Magier sehr, sehr gut gewesen. Oh, Erzürnen wird eingesetzt. Das haben hier die wilden Schlundherde auch. Hätten sie früher einsetzen sollen. Aber ich glaube, das war es jetzt für sie. Gerade hier ist die Moral besonders klein. Wir sehen jetzt die Hauptmoral nicht. Dafür müsste ich nochmal hier reingehen. Normale Moral ist gerade bei 50. Das ist echt gering. Aber ich glaube, bei den Mammuts generell ist nicht allzu hoch. Hier kommen immer wieder vereinzelt Barbaren an, die allerdings abgewehrt werden können. Jetzt werden wieder die Speerknechte vorgeschickt.
um in der Frontlinie standzuhalten. Auch diese hier wurden schon vergiftet und nehmen weiterhin Lebenspunkte Schaden, allerdings sind mittlerweile extremst gering. Also die Legion ist weiter vorgerückt und das Sperrfeuer, das permanente Sperrfeuer, tut hier sein Übriges. Oh, schöner Treffer ins Wasser. Das hat richtig gespritzt. Ja, und jetzt mit dem großen Kavallerievorteil hier, den Jeanne d'Arc noch hat. Na gut, man kann es eigentlich nicht alleine sagen, denn auch hier sind noch einige Kavalleristen unterwegs. Aber die sind bei Weitem nicht so stark wie die fahrenden Ritter. Allerdings wird jetzt hier ein Armbrustschützenbataillon auseinandergenommen. Zack. Ja, damit ist eine Chaos-Reitereinheit ausgeschaltet. Auch hier wird der letzte Speerträger weggefegt. Einige Barbaren kommen hier nach vorne. Hier gewinnt allerdings das karthagische Reich unter Hannibal. Und auch hier sammeln sich nur einige Einheiten. Ein Tribuchet ist zurückgekehrt, zumindest die Mannschaft, aber die kommt wahrscheinlich nicht mal hier vorne zum Einsatz. Aber der konzentrierte Armbrustschützenbeschuss ist schon ziemlich heftig. Die werden jetzt umschwenken und wahrscheinlich hier den Anführer oder diese Einheiten unter Beschuss nehmen. Nein, sie holen sich den Anführer. Aber die treffen ihn nicht so gut. Er ist in den Nahkampf gekommen. John stürzt ihm entgegen. Oh, Friendly Fire. Oh, jetzt wird hier auch die Kavallerie unter Beschuss genommen. Wir sehen das, wie, was es für krasse Auswirkungen hat. Das slowt diese armen Kavalleristen ganz schön erheblich. Das werden wir uns gleich wieder sehen, wenn es trifft. Ah, okay, ist tatsächlich auf 40 runtergegangen, also fast schon normale Laufgeschwindigkeit von Infanteristen. Der Häuptling ist zum Fliehen gebracht worden. Jetzt steht quasi nicht mehr viel zwischen Jeanne d'Arc und dem Sieg. Ihr seht, wie gut diese Armbrustschützen treffen können, wirklich so gut wie... Oh, was ist denn hier los? Er kriegt das Flattern. Ja, letztendlich bricht die Moral, aber immer noch steht die Eiselegion standhaft. Und hat auch immer noch Munition, das ist Wahnsinn. Was hat sie mittlerweile für Kills gesammelt? 109 Kills, Wahnsinn. Und davon waren einige Kavalleristen dabei. Und die machen halt wirklich nicht viel Schaden. Aber dieser permanente Beschuss, ich meine, sie schießt ja wirklich ununterbrochen. Das ist schon ziemlich heftig. Es geht halt wirklich darum, dass diese Artillerie quasi eine Einheit konsequent runterschießen kann und auch reduzieren kann von der Laufgeschwindigkeit. Und das macht doch dann einiges aus. Und wir sehen auch, sie treffen auch permanent. Das sind alles magische Geschosse. Ja, und damit sind die beiden Kavalleristen tatsächlich ausgeschaltet. Hätte er hier vielleicht schon etwas mehr auf die Kavallerie anfangs geschossen, dann hätte Hannibal vielleicht die Schlacht hier für sich gewinnen können. Ja, was Jeanne d'Arc jetzt hier macht, sie schiebt die Artillerie zur Seite, um jetzt mehr Platz zu haben für den Ansturm ihrer verbündeten Einheiten, die er sich jetzt hier auch schon vorwagt. Die Adligen sind jetzt zurück vom Schlachtfeld und wollen sich jetzt blutrünstig auf die letzten Einheiten stürzen, die sich vor ihnen befinden. Und da kommen sie auch schon. Oh, ist sie da hinten umgefallen. Ah, weil hier Kavallerie auch noch dazu kommt. Ja, noch mehr Einheiten kommen hinzu. Ich finde übrigens die Farbkombination von Bordeaux sehr, sehr schön mit diesem Gold-Blau. Das ist eine meiner Lieblingsfarbkombinationen. Dieses Blau-Rot finde ich jetzt hingegen nicht so toll, das vom normalen Bretonia. Das verursacht einfach leicht den Augenkrebs. Aber das ist natürlich jedem selber überlassen.
Geschmäcker sind ja verschieden. Ja, da werden die letzten Einheiten letztendlich abgemetzelt. Und Jeanne d'Arc holt sich hier den Sieg. Armbrustschützen hier hinten wollen auch noch einmal schießen. Aber ich denke, das war's hier. Die Armbrustschützen sind echt ziemlich teuer. Ich glaube, die kosten 625 oder 56 oder irgendwie sowas. Ist schon ein ganz guter Preis. Aber dafür sind sie auch panzerbrechend. Das darf man nicht vergessen. Ja, schauen wir uns nochmal die Armeen an. Hier sehen wir es nochmal, die Mammuts haben halt wirklich kaum Schaden angerichtet. Die wurden hier sehr, sehr schnell aus dem Spiel rausgefokust. Bedrohlicher waren dagegen schon solche Chaos-Barbaren-Champions. Aber wäre die Kavallerie nicht abgelenkt gewesen, dann wären auch die ziemlich schnell zerritten worden. Generell waren beide Armeen mit Sicherheit nicht die besten Armeen. Aber es waren halt Themenarmeen und da waren sie besonders gut. Und man hat ja auch gesehen, dass sie nahezu ebenwürdig sind, was das angeht. Der Todmagier hat jetzt hier zum Beispiel auch den ein oder anderen Bjunas Schicksal auf die Kavalleristen gecastet. Weil man sagen muss, dass Bjunas Schicksal gegen Kavallerie gar nicht so effektiv ist. Da kann man fast einen normalen Seelenraub machen. Kostet weniger und macht zwar nicht genauso viel Schaden, aber beinahe könnte man sagen. Naja, auch die Trebuchets sind ein bisschen unter der Erwartung geblieben. Die wurden ja relativ schnell dann doch angegriffen. Normales Feldtrebuchet hat tatsächlich hier recht viele Kills. Naja, für den Preis dann doch nicht mehr so viele. Feuertrebuchet war schon besser, ist aber auch das teuerste von denen. Und das Katabertrebuchet hat nur die Anzeige an Kills, die es macht, durch den Geschoss, aber nicht durch das Gift hinterher. Das heißt, hier sollte der Betrag auch deutlich höher liegen. Ansonsten, Adelsschwertkämpfer haben sich konsequent gut geschlagen, sind ja auch deutlich besser als alles, was hier der Gegner aufgestellt hat, bis auf die Chaos-Barbaren-Champions. Aber da sieht man auch, die haben sich hier deutlich besser durchgemäht. Ja, ich fand es eine schöne Schlacht. Wenn ihr Vorschläge habt zu historischen Persönlichkeiten, die aufeinandertreffen sollen, könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Vielleicht schaffe ich es, wieder einmal das ein oder andere Spiel zu machen. Wenn ihr eine Modschlacht mit jemand anders ausrichtet und dann so historische Themenschlachten macht, könnt ihr mir das auch gerne auf dem Discord einreichen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Schlacht. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch einen herrlichen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.